So, und da sind wir wieder. Genau an Ort und Stelle. War nochmal 231, oder? Stelle ich mich vertue hier. Nicht. Genau. 231. Dann geht's gleich auch sofort zum Fight mit Goma. Dann können wir uns die geile Geschichte von hier, dem Deku-Baum nochmal anhören. Und dann haben wir schon unser erstes Fragment, oder wie man das auch nennen will. Oder Diamond oder Kristall oder was auch immer. Komischerweise sieht Goma nicht aus wie eine Spinne. Obwohl sie Spinnenkönigin heißt. Naja, naja. Kackt er einfach nochmal ein Herz dahin. Kacken dreist, sag ich nur. Kacken dreist. Wir hauen den ollen Recken jetzt einmal richtig doll aufs Maul. Gamer, die jetzt schlafen gehen, die sind doch nur faul. Ist eine gute Devise, finde ich allerdings. Und stimmt, tut's eigentlich auch. Wir haben es auch 9:30. Also soll ich mich mal nicht so anpissen. So, jetzt geht's los. Es knallt die Tür zu. Und Goma sitzt an der Decke. Wir müssen erst hier umherlaufen, bis sich Goma für uns zu erkennen gibt. Oder müssen wir die anstarren? Ja, ich glaube, die müssen wir anstarren. Was? Darf ich vorstellen? Gepanzerte Spinnenparasite Goma. Hey, war schlecht. Aber das wird ein schneller und schmerzloser Fight. Also. Was ab? Ich glaube, die Spinner ja da ein bisschen, aber die können wir nicht scheiße. Ist nichts mehr. So. Hätte jetzt das Ende sein sollen. Ich hab zu Goma echt. Ich mag sie nicht. Mehr habe ich zu meiner Verteidigung nicht zu sagen. Spinne ist Spinne. Feind ist Feind. Letztes Mal habe ich eine Spinne mit einem Deo gekillt. Die ich anfassen wollte. Nee! Na komm, Goma. Der Spinnchen hat geschlagen. Ja. Und sie ist down. Verrecke Spinne. Und geht zu der anderen verdirbten Spinne. Die müsste jetzt auch in der Hölle landen. Und damit haben wir unseren ersten Bossfight gemacht. Geil, oder? Hey, der lag da gar nicht, habe ich gar nicht gesehen. Na egal. Smooth. Ja. Was? Da sind wir. Hab Dank, Zoll. Jetzt liegt der arme Deku-Baum ja im Sterben. Der arme Kerl. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Danke, Mann. Ich weiß, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest.
ein Kaffeekränzchen mit der Spinne gemacht hätte oder mit Dio erstickt hätte, wären deine Wurzeln auch kaputt. Ah, tun sie sowieso. Warum ich hier sage, du? Was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen. Aus der Wüste, wovon ich ein Fan bin, Gandorf. Ist richtig geil, wollte der Baum noch sagen. Scheiß Baum. Da ist der Olmar. Richtig geile Type. Richtiges Idol. Das böse Menschengestalt. Da soll man übertreiben. Der wird aber auch gleich angreifen. Der hat rote Haare. Was sagt denn das böse Menschengestalt? Nee, nee, nee. Denkt er denn gar nicht an unsere rothaarigen Mitmenschen? Blödiger. Vor tausenden von Jahren stiegen drei Göttingen aus dem Himmel. Aus dem Chaos der Gezeiten. So, nicht aus dem Himmel. Kommen wir mal durcheinander. Ich habe die Geschichte auch nicht mehr ganz im Kopf. Dien, die Göttin der Kraft. Gandorf. Naru, die Göttin der Weisheit. Zelda. Und Faroe, die Göttin des Mutes. Später das Fragment von Link. Ja, sie erschufen unsere Welt. Und so weiter und so fort. Die meisten von euch kennen bestimmt schon diese Geschichte. Ich will es auch nicht versauen. Ich will eigentlich ruhig bleiben. Aber in einem Let's Play gehört sich das eigentlich nicht. Aber wenn ich euch zu viel laber, sagt es einfach, schreibt es in den Kommentaren rein, dann halte ich sofort die Schnauze. Schwör auf Koran. Oh ne, sowas darf ich auch nicht sagen, oder? Egal. Ich mach's einfach. Ich werde schon meine Retourkutsche davon kriegen, wenn es falsch ist. Hier ist ein ekliges Geräusch. Super Saiyajin sieht es aus. Was? Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen Eden. Drei Vor-Symbole künden heute die Stätten, die sie bereichern. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun in dem Heiligen Reich. Epic pur. Dieses Spiel ist nur Epic pur. Zwar auf alter Grafik basieren, aber das ist scheißegal bei dem Spiel. Das ist wirklich kackegal. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinem Schwänzchen. Obwohl der Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Verdomme ich nochmal! Ich hab den Baum so gemacht. Ich frag mich, warum hat er eigentlich so einen fetten Schnauzer, der Baum? Und sind das da Augenbrauen oder sind das seine Augen? Also ich sehe das immer mit Augenbrauen, nicht mit Baum, mit Augen, so dass die Augenbrauen komplett die Augen verdecken. Oh, der Waldsmaragd. Heißt er, glaube ich, oder? Smaragd des Waldes? Irgend so was war das. Ich sollte nicht pfeifen, da tut euch sicher den Ohren an der weh. Kukiri Smaragd. Heiliger Stein des Waldes erinnert mich irgendwie an Stein der Weisen. Naja, egal. Navi hilft meinem letzten Willen zu verwirklichen. Kannst du den nicht einfach aufessen oder so? Ich will den nicht unbedingt bei mir an meiner Seite haben. So lebt denn wohl. Blub, 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 blub. Nee, falscher Ton.
Eheck. Der Dünnschiss fällt vom Himmel. Die Apokalypse naht. Ja, ja, ja. Ja, ist ja gut. Leb wohl, weiser Dekobaum. Ah. Hey Zoll, was hast du mit dem Dekobaum getan? Hast du ihn kaputt gemacht? Junge, ist der tot? Echt geil, Mann. Ich kann sein Gequatschen nicht ertragen, also übertöne ich natürlich mein eigenes. Was soll ich auch sonst machen? Oh, komm, wir sacken noch einmal 5 Rubine ein. Oder Saphire, sind das genau schon Saphir? So, und endlich kommen wir jetzt hier aus der Stadt raus. Geil war. Im dritten Teil. Ach, im dritten Bad. Wo kommst du denn her? Dritten Bad schon aus der Stadt raus. Geile Sache. Ich wusste, dass du eines Tages gehen würdest, Zottel. Ja, ja. Jetzt kommen noch ein paar Liebeleien. Jetzt kriegen wir die geile Ocarina von der. Und dann können wir schon abhauen. Link verpisst sich einfach gleich ganz kackenreist. Ich sollte nicht spoilern für die, die das Spiel nicht kennen, aber ich wüsste nicht, wer das Spiel nicht kennen sollte. Ich weiß nur, dass das verdammt geil ist. Kein Ton mehr? Kein Ton mehr. Warum ist mein Ton weg? Oder ist er normal hier an der Stelle? Sie bedeutet mir sehr viel. Was? Nee, das ist nicht nochmal. Normalerweise sollte jetzt Ton sein. Ich hoffe, wenigstens hört ihr mich noch. Sonst wäre das nämlich echt scheiße. Jetzt auf einmal der Ton weg ist. Ich wüsste aber nicht, was jetzt hier passiert sein sollte. Und nun sind wir auf den Ebenen von Hyrule. Oder hier noch Hylianische Steppe. Und da ist der Knackeul im Vogel. Und ich hoffe einfach mal nur, dass ihr mich noch hören könnt. Dann wäre nämlich scheiße, wenn nicht. Naja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute!